Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück, ja, zu einem neuen, besser gesagt, weiteren Kronkisten-Opening. Ja, ist es mal wieder soweit? Ja, 3 Monate Pause war es mittlerweile für mich. Ja, und jetzt bin ich wieder hier in der Welt von Elder Scrolls Online. Und ja, ich habe mir mal Kronkisten gegönnt. Heute nicht 15, aber immerhin. Ich darf wohl sagen, erotische 5 Stück. Und ja, das sind jetzt die Glutflammenkiste, also beziehungsweise Kisten. Und ja, wir schauen mal rein, gucken, ob wir Glück haben. Es gibt ein paar echt coole Items und mal schauen. Fangen wir mal an. Oha, wir haben schon mal ein goldenes, das könnte gut sein. Aha, ein Wandteppich. Ja, gut. Schön. Ich habe ein Haus. Kann ich nutzen. Kann ich mir leben, okay. Ja, Eintopf ist jetzt nicht so. Der Burner habe ich genug. Goldküsten, Kriegerelixier. Ja, hilfreich auf jeden Fall. Schriftrolle des Lernens finde ich immer gut, aber ja, war jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Nicht so. Oha, das sah ziemlich gut aus. Nicht so gut. Mal gucken. Oh yes. Königliche Dovahkiin. Das ist sehr schön. Die nehme ich gleich mal als Begleiter. Finde ich cool. Was ist das hier? Uniform der Magiergilde. Kann man mal gucken. Kann man sich mal angucken, auf jeden Fall. Schriftrolle des Lernens und. Ja, schon wieder ein Kampf. Ein Topf. Naja, geht so. Ja, kleiner Geldeinheizer. Mal gucken. Kupferschlammkrabbe. Okay, ja, ist auf jeden Fall nett. Aber, geht definitiv geiler. Goldküsten-Überlebenselixier. Sieht auf jeden Fall sehr special aus. Ich weiß nicht genau, was das halt bringt. Tödliches Kronengift. Ja, finde ich immer. Naja, mal gucken. Mimstein finde ich immer ganz okay. Ah! Heieiei, mal gucken. Gift. 50 Stück, also kann es nicht so gut sein. Nochmal 50 Stück. Wiederherstellungstrank. Forscherrobe der Magiergilde. Das sieht auch nicht schlecht aus. Naja, okay. So, Leute, dann würde ich sagen, letzte Kiste öffnen. Bis jetzt hatten wir echt relativ viel Pech, muss ich sagen. Also, naja, mal schauen, ne? Oh, yeah, sehr schön. Oh, drei gute Karten, okay. 5 Stück. Ja, welche soll ich nehmen? Ene, mene, mu und dran bist du. Ha, Mensch. Schauen. Yay, das finde ich ganz nice. Wachkatze der Magiergilde. Okay. Finde ich ganz süß, ich meine, ja, aktiviere ich jetzt einfach mal, da sieht man vielleicht nicht die Dovahkiin-Libelle, aber ich glaube, so eine Katze ist ganz nett. Ja, Wiederherstellungstrank, gut, geht definitiv besser. Das ist ziemlich boring. Feuertinte. Okay, das sieht ganz nett aus. Ich aktiviere es mal, mal gucken. Hatte ich eigentlich noch nie. Ich glaube, das ist die erste Körperbemalung, die ich überhaupt im Game jetzt freigeschaltet habe. Oh! Shit, was ist das denn? Centurio der kaiserlichen Wache als Kostüm? Das finde ich ziemlich geil. Alter, das checke ich gleich mal aus. Aber Alter, das sieht ziemlich spektakulär aus, muss ich sagen. Also das gefällt mir schon gut. Aber trotzdem, leider kein Reittier. Ah, very disappointing. Ich glaube echt, du musst mal die 15er kaufen, damit du das kriegst, was du willst. Naja, egal. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber naja. Ein weiteres Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne ein Like. Und ich würde sagen, ich gucke es mir nochmal die Kostümchen an. Ja, das wäre jetzt hier die Magiergilde. Ja, sieht auf jeden Fall sweet aus, ne? Auf jeden Fall sweet. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Katze, Katze, Katze. Wo bist du? Ah, da unten. Oh, so klein. Ja, kann man nehmen. Ist okay, aber fällt irgendwie nicht wirklich auf. Also ich glaube, da wäre ja Libelle ein bisschen cooler. Warte. Ja, okay. Dann schauen wir nochmal hier unter Aussehen, Kostüme. Forscherrobe. Die würde halt so aussehen. Wäre halt eine Robe. Also ich finde, ja. Kann man machen, brauche ich aber echt nicht. Und Centurio. Da bin ich tatsächlich jetzt gespannt. Ich glaube, das ist das Highlight des Packs jetzt hier. Des Packs vor allen Dingen. Ja. Okay, das sieht ziemlich geil aus. Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Ja. Ja, doch. Also das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Auf jeden Fall.
spare ich mir hier die Handwerkskunst und kann trotzdem hier kaiserlich aussehen. Finde ich ziemlich nice. Und die sieht schon spektakulär geil aus. Also wirklich, ich finde die kaiserlichen Rüstungen hier in Elder Scrolls Online sind sowieso mit die geilsten, finde ich. Und das finde ich tatsächlich ziemlich schlau. Also das finde ich sogar ganz gut. Vielleicht kann man sich da auch im Kronenshop, sofern man die Credits hat, selbstverständlich, grauenvoll überall Geld bezahlen. Andere Farben nehmen. Okay, die sehen jetzt echt boring aus. Oha, die sehen. Oh, Alter. Alter, die sehen hart. Alter, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, okay, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, das Kostüm war das Highlight des Packs, definitiv. Also des Packs des Openings. Aber, geht definitiv besser. Geht definitiv besser. Und ja, gut. Okay, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Like. Es würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann mal wieder beim anderen Video, hoffentlich auf diesem Kanal. Und ja, bis dahin würde ich sagen, haut da rein. Ciao, Leute.